Tag zusammen und herzlich willkommen bei Rum Dojo Sojo und willkommen zurück zu Let's Play Age of Wulin. Ich wollte sagen zur, aber zur kommt jetzt erst zur ersten Folge im neuen Jahr 2014. Ersten Age of Wulin Folge, um es genau zu sagen. Und ich möchte euch gleich mal dazu aufrufen, da in letzter Zeit irgendwie die Daumen nach oben zurückgegangen sind. Wenn euch dieses Let's Play wirklich gefällt, ihr das regelmäßig anschaut, würde mich es freuen, wenn ihr es liked. Denn so bekommt es erstens mehr, naja, sagen wir mal, Aufrufe. Obwohl das auch schon vielen YouTubern richtig gesagt wurde, dass das weniger bringt aktuell. Also im Moment ist es eigentlich so, durch dieses ganze Social Network Vernetzung und so, dass ihr nur noch sharen und so was wirklich bringen, andere zu dann darauf zugreifen und somit irgendwie, keine Ahnung, dieser Algorithmus halt ein bisschen umgestellt wurde. Oder sagen wir mal gänzlich, weil Likes auch noch viel bringen, aber nicht mehr das, was eigentlich sharen bringt. Ja, sharen bringt. Ist, was ich meine. Und ja, wenn es euch gefällt, dann liked es doch bitte. Oder ja, wenn ihr das gerne wollt, das würde mich natürlich freuen, aber es zwingt euch keiner, dass ihr das teilt. Also, müsst ihr es nicht. Macht, was ihr denkt. Ich wollte euch nur mal dazu aufrufen. Und am besten noch, wenn ihr Vorschläge habt, was ich besser machen sollte oder was wir machen sollten oder Vorschläge allgemein für das Let's Play eben, schreibt es bitte in die Kommentare. Feedback ist das wirklich das Wichtigste, was es auf YouTube gibt. Und gerade für kleine YouTuber wie mich ist das extrem Wichtigste, noch um sich zu verbessern. Für die großen YouTuber ist es natürlich auch wichtig, damit sie wissen, was sie für in Zukunft für Projekte starten. Das gilt natürlich genauso für kleine YouTuber. Aber bei kleinen YouTubern ist es noch so, dass die sich noch verbessern wollen und ja, müssen, je nachdem, können. So, und bevor ich jetzt hier eine riesen Rede halte und das nicht das Kommentar, machen wir doch mal hier weiter. Das war ja hier das, wo es nicht weiterging. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Das ist mir nicht im Bilde, das weiß ich wirklich nicht. Und da müssen wir eben mal schauen, was da geht oder was da nicht geht. Und ja, was gibt's denn noch sonst so zu tun? Immer noch dasselbe wie letztes Mal. Okay. Oh. Go to the big tree. Dann machen wir das doch erstmal. Dig this word out using a shuffle. Geil. Okay. Ach! Das ist wohl dann die Story zu Ende. Search this for this word Liuyun. Wie auch immer das ausgesprochen wird. Korrekt. Weiß ich nicht. Ach, das wäre auch schön. Herr der Ringe Musik hier. Online Reward. Ey, was ist denn da los? So. Dann mach mal. Sind wir hier am Big Tree? Ich weiß es nicht. Also für mich sieht der da größer aus, aber ehrlich gesagt sehe ich auch kein Schwert. Kann doch nur dieser Baum sein, oder?
Ich sehe sonst keinen. Das ist der einzigste fette Baum hier. Dig this word out using a shovel. Also erstens habe ich keine Schaufel. Glaube ich. So, hier. Doch, hier ist eine Schaufel. Mensch. Statt hier irgendwo. Hüpsele. Ja. Ha, lol. Ah, jetzt hab ich's. Cool. Nice sheet. Ah, cool. Dann klappt wahrscheinlich auch das erste. Dort ist natürlich super. Aber wir gehen nicht über die Brücke, das ist etwas im Weg. Das ist etwas im Weg. Auch gut Deutsch wieder von mir. Das ist ein Umweg. Snow Mountain White Fox. Na, Vorland hier aber eher. Nein. Lass mich verab. Schmacht's kaputt, Junge. Aha. Abgesoffen. Das wäre natürlich auch mal eine super fiese Attacke. Wenn man einen Gegner ins Wasser schleudert. Oder boxt oder wie auch immer. Und dann den paralysiert. Also nicht, dass ich das schon kann oder könnte. Aber das wäre mega effektiv. Okay, das hätten wir schon mal. Da habe ich ja richtig viel bekommen. Na, mal schauen. Do not Ach, lol. Lol. Ich... Ach Gott, mein... ernsthaft jetzt. Nö. Ach Gott, wo war denn jetzt hier bitte? Hier, oder? Wieso kann ich nichts verkaufen? Ach egal, komm, wir hauen einfach das Ding hier weg. Oder wie viel bringt das? Ah, das bringt ja noch weniger. So, hier sortieren. Lol, wie dumm. So easy war das. What? Jaden, get away from me, otherwise what goes around? You have a minute to decide. Next choice. Okay. Old man lucky. Nochmal übelst Geld gekriegt hier. Toll.
associated with the first Tiger Mountain Stronghold. Mhm. Oh, bist du auch Muschlatschen. Hui. Aber gut Geld gemacht, 20 Lärm hier, oder? Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Würde ich sagen, das sind 20 Lian. Was heißt verrechnet habe? Wenn ich jetzt nicht mir falsche Ausgangszahl eingeprägt habe, so die wir auch vor 10 Minuten hatten. Ja, was geht sonst zu? Was, hey, wo ist die Bär? Ach so. Hab schon irgendwo hingeklickt. Na komm, renn. Ja, der Feind, das können wir nicht machen. Die Frage ist, ob dann auch die Story zu Ende ist. So, ich denke mal, dass sie bald zu Ende ist. Wir haben vorhin dieses komische Schwert gefunden. Ich weiß ja nicht, ob das ist. Kann ja auch sein, wir haben gerade erst mal 10% geschafft oder so. Doesn't know. Uncle, why are you sad? Heaven has no ears. Mhm. Was? Familienprobleme. Ah ja. Beginn Plot 1. Chapter 1. Ach, das ging ja mal mega schnell. Nicht. Das heißt, wir sind noch nicht wirklich weit, ne? Oh, fuck die Wut. Huch, na der ist aber. Special Material Box. Small size mission box for Chiang Hu Pui can increase capacity. Backpack. Aha. Ah. Item Bag. Na, das hab ich doch schon so ein Ding, ne? Ah, das ist dasselbe. Das ist ja cool. Okay. Was kill off? Ach du Scheiße. Ein Massaker sei es jetzt hier eben, oder was? Was denn da los? Sonst die verrückt geworden, aber vorher trinke ich mal einen Schluck hier, damit ich fit bin.